Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie man bei einem ThinkPad Duo die Festplatte austauscht. Entferne dazu zunächst den Stylus. Anschließend müsst ihr auf der Rückseite mit einem Feinmechanikerwerkzeug alle neuen Schrauben entfernen. Jetzt kommt der knifflige Part. Ihr müsst das Gehäuse aufbekommen. Fangt dabei hinten an und versucht die Klipse zu lösen. Wenn ihr es hinten geschafft habt, arbeitet euch über die Seiten nach vorne vor. Dies erfordert echt ein wenig Ausprobiererei und Rumgefrickel. Der schwierigste Bereich ist der vordere Bereich. Ihr müsst das so lange rumprobieren, bis sie sich endlich löst. Im Inneren seht ihr den Akku, die Festplatte, die BIOS-Batterie, die WLAN-Karte und die kleine SSD. Die Festplatte ist mit zwei Schrauben befestigt. Sind diese entfernt, könnt ihr ganz leicht die Festplatte nach vorne wegschieben. Da ich komplett auf SSD umgerüstet habe, brauche ich auch die kleine SSD-Festplatte nicht mehr. Raus damit! Die Festplatte ist mit vier Schrauben im Rahmen befestigt. Die neue Festplatte einfach wieder umgekehrt zusammenbauen. Und umgekehrt einsetzen, wie ihr sie ausgebaut habt. Beim Abhebeln des Bodens kann es passiert sein, dass ihr ein paar Nasen umgebogen habt. Diese müsst ihr mit einem Messer wieder zurechtbiegen. Diese Nasen befinden sich vorne in der Kante des Bodens. Anschließend setzt ihr den Boden erst vorne auf, tut ihn dann zur Seite hin fest. Anschließend verschraubt ihr alles wieder.
Und das war's schon.